Im Netz kursiert jetzt ein Video, das zeigen soll, wie es überhaupt zu diesem Sturm auf den Reichstag kommen konnte. Zu sehen ist eine Frau auf der Bühne direkt vor dem Reichstag. Sie hetzt die Demonstranten auf, behauptet, die Polizeibeamten würden jetzt alle ihre Helme absetzen und Donald Trump wäre für einen Blitzbesuch in der Hauptstadt angekommen. Ja. Und Trump! Nach dieser Rede stürmten ca. 400 Chaoten den Reichstag und schwenkten unter anderem die sogenannte Reichsflagge in Schwarz-Weiß-Rot, wie sie die Reichsbürger verwenden. Nur eine Handvoll von Polizisten gelang es, den wütenden Mob von Eindringern in das Gebäude fernzuhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den wir gerade auch gehört haben, hatte die Situation verurteilt und sagte, Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen, erklärte Steinmeier.